Per Steinbrück ist Schachspieler, einer, der mehrere Züge vorausdenkt, das Verhalten des Gegners einkalkuliert. Wenn so jemand Kanzler werden will und gut bezahlte Nebentätigkeiten hatte, dann weiß er natürlich, dass er deswegen angegriffen werden wird. Dann denkt er sich also schon vorher eine clevere Abwehrstrategie aus und macht nicht hinterher hektische Züge, sollte man meinen. Spielt Per Steinbrück womöglich gar nicht so gut Schach? Frank Wolfgang Sonntag. Von der Messe für Einbauküchen bis zur Fete der Finanzdienstleister. Wer es sich leisten kann, kauft sich als Lohnredner den ehemaligen Finanzminister Per Steinbrück. Seit der Wähler ihm 2009 sein Regierungsamt entzogen hat, lässt es Per Steinbrück als einfacher Abgeordneter eher ruhig angehen. Fakt hat es schon Ende letzten Jahres kritisiert. Sie haben im Bundestag 3 Reden in der Wahlperiode gehalten, allerdings über 60 honorierte Reden. Ist da nicht ein gewisses Missverhältnis? Die Reden, die ich honorarmäßig halte und die ich auch honorarfrei halte, die werden nicht gemessen daran, wie häufig ich im Bundestag rede. Sondern ich habe auch früher als Ministerpräsident in offizieller Funktion sehr viel seltener im Landtag geredet oder auch im Bundestag, als ich sonst in der großen Gesellschaft und in dem Land Reden gehalten habe. An dem Verhältnis hat sich nichts geändert. Bei einem Ministerpräsidenten gehört das aber zu den Pflichten. Heute steht eher die Pflichtvergessenheit im Raum, wie Gregor Hackmark von Abgeordnetenwatch findet. Wir gehen davon aus, dass Herr Steinbrück seine Abgeordnetentätigkeit tatsächlich vernachlässigt hat. Wir machen es daran fest, dass er 3 Bundestagssitzungen nachweislich geschwänzt hat. Herr Steinbrück hat noch nie eine einzelne Bürgeranfrage auf abgeordnetenwatch.de beantwortet. 90% aller Bundestagsabgeordneten machen mit. Und Herr Steinbrück hat etwa 1/4 der wichtigen Abstimmungen im Bundestag verpasst. Seit Steinbrücks Nominierung als Kanzlerkandidat sind seine Nebentätigkeiten nun in aller Munde. Auf Bitte von Fakt hat Abgeordnetenwatch gestern die bezahlten Vorträge aller Abgeordneten untersucht. Das Ergebnis ist sensationell. Per Steinbrück hält einen uneinholbaren Rekord. Auf 81 bezahlte Vorträge außerhalb des Parlaments bringt er es in dieser Wahlperiode. Alle anderen schafften zusammen nur 122. Und während Steinbrück fast immer mehr als 7.000 Euro für die Rede erhält, ist das bei den anderen nur 3-mal der Fall gewesen. Im Internet wird er deshalb schon mit einem nachgemachten Werbeplakat verspottet. Natürlich will die Öffentlichkeit bei einem Kanzlerkandidaten genau wissen, wie viel Geld er denn nun für einen Vortrag bekommt. Per Steinbrück flüchtet sich zunächst in eine Ausrede. Ich werde mit meiner Frau zusammen veranlagt, wie viele andere auch. Und ich werde meine Frau immer schützen mit Blick auf das, was privat bei uns an Vermögens- oder Einkommenssituationen vorliegt. Für den Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt ist diese Begründung nicht stichhaltig. Es leuchtet nicht ein, dass er hier Rücksichten auf seine Frau geltend macht. Er brauchte auch bloß Teile seiner Steuererklärung zu veröffentlichen. Was die Bevölkerung interessiert, ist die Höhe seiner Honorare für Vorträge. Und das kann auch unabhängig vom Gehalt seiner Frau der Öffentlichkeit kundtun. Und das ginge so. Vortragshonorare müsste Per Steinbrück in seine Steuererklärung in die Anlage S eintragen. Und die muss für jeden Ehepartner getrennt ausgefüllt werden. Er könnte seine also gut veröffentlichen, ohne seine Frau mit hineinzuziehen. Fakt hat darüber hinaus mit einem Mitarbeiter einer Agentur gesprochen, für die Steinbrück Lohnreden hält. Sein Honorar liegt zwischen 12.000 und 20.000 Euro, erfahren wir. Da die Kritik an Steinbrück nicht abreißt, beschimpft der Kanzlerkandidat zunächst seine Kritiker, um dann eine verquaste Offenlegung mittels Wirtschaftsprüfer in 3 Wochen anzukündigen. So, ich lege gerne alle Daten offen. Ich werde auch gerne angeben, welches Durchschnittshonorar ich darüber über ein Jahr bekommen habe. Daran soll es nicht fehlen. Steinbrücks Kritiker sehen darin keine wirkliche Offenlegung. Die Ankündigung von Herrn Steinbrück, seine Durchschnittshonorare nur für ein Jahr mittels eines Wirtschaftsprüfers erst in 3 Wochen zu veröffentlichen, das wirft weitere Fragen auf, denn daraus wird nicht deutlich, wie viel Geld er im Einzelfall von wem wofür bekommen hat. Jetzt hilft nur noch vorbehaltlose Transparenz, so wie er das von anderen Abgeordneten fordert. Denn wenn die Wahrheit nur scheibchenweise ans Licht kommt, kann einem das leicht auf die Füße fallen.